Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Onnihausen, ich bin ja schon von der Test Area. Fahrzeugchen, Lumin, G, bla, Paletten, Kanister, Fässer, Zeugs, hier brauchen wir für die Saatgutproduktion. Jetzt habe ich was entdeckt mal hier, ne? Steuerung Alt Y automatisches Ladegut selektieren. Ich stehe ja jetzt hier auf Rundballen. Steuerung Alt Y und wir sind bei Flüssigkeitstanks 03. Da ist er jetzt hingesprungen. Ich drücke jetzt B. Zack. Das ist ja einfach. Nicht mehr stundenlang durchswitchen, was man denn für ein Ladegut hier braucht, der macht das automatisch. Das finde ich gut. So, das vierte stelle ich wieder so oben drauf. Zack. Muss ich natürlich jetzt noch die Gurte drumlegen. So. Dann haben wir das mit dem Lumigen auch wieder hingekommen. Gehen. Dieses Gehen, also ja, Hof, Saatgutreiniger, kannst du direkt hinfahren. So, was haben wir noch? Du wartest auf deinen Abfahrer. Das zu Recht. Den habe ich vorhin erst losgeschickt. Da ist er. Ja, neues Feld, ne? Neue Felder, neue Herausforderungen, viel zu tun. Wieder Tiefen lockern, Steine sammeln, etc. etc. Da ist der Strohsammler noch zu lange. Ja. Das ist sehr gut. Oh. Oh. Das knapp. Das war knappig. Mit dem Baum. Also es könnte sein, dass der noch mal das Opfer von kostenlos umkreist wird. Ne? Was haben wir noch? Du wartest, dass du zu 28 kannst, weil du auf der 25 fertig bist. Wir können das hier schon mal eingeben. Die 28 und Striegel. Danke. Du, ja, du hast endlich angefangen, auf der 19 Kalk auszubringen. Es wird aber Zeit, mein Freund. Du sammelst das Stroh. Oh, oh, oh. Und das macht uns. Oh, 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 oh. So ist's gut. Dann können wir da nämlich später kalken. Ja, der hat ja hier noch Weizen drin. Ne? Wir wollen ja den gesamten Weizen umsetzen. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, pass auf. Das lösen wir jetzt wie folgt, das Problem. Wir müssen jetzt den Weizen rausschmeißen. Dann müssen wir das Saatgut da rausholen und, ne, hier abladen. So. Kann ich hier schon mal eingeben. Hoch. Saatgutreiniger abholen. Und auf den Hof in den Hofsilo abladen. Und da muss ich natürlich Saatgut nehmen. Da sind schon 80.000 Liter Saatgut wieder drin, gell? So, denn der Saatgutreiniger ist voll.
Stadt Lumin. Ich stelle das mal hier wieder links an den Rand. Oder ich versuche es hier links an den Rand zu stellen. So. Und komm mit. Schön auffüllen. Jawohl. Dann stelle ich das wieder hier hin. Ja, das ist jetzt hier Ballen- und Palettentransporter. 796.000. Also Ballen müssen wir nicht transportieren. Die sind ja alle abgeräumt. Haben wir hier was, was ich transportieren könnte? Ja, die Eier könnten wir transportieren, wenn wir das wollen. Wolle brauchen wir nicht. Milch brauchen wir nicht. Wasser nicht. Mischration. Holz. Oh. Mit Holz kann man ja reich werden, ne? Das haben wir auf der alten Agrarlandschaft gesehen. Eine Palette Holz bringt ja ein Vermögen. Oder? So, Gras, Heu, Stroh. Stroh verkaufen wir nicht. Moment, ich wollte beim Mineraldünger gucken. Ach, da sind wir noch gar nicht. Brot, Kuchen, Butter, Käse, Stoff, Kleidung, 34.000. Aber das ist noch nicht voll. Das ist erst bei 3000 voll. Ne? Zucker läuft langsam. Honig macht sein Dingen. Die Gewächshäuser plündern. Ja, könnte man machen. Da kommt dann wieder einiges bei rum. Ne? Schokolade, Bretter, Möbel. Möbel. Mineralfutter. Dünger. 157.000. Da könnte man immer mal gucken, dass man nur so bei 100.000 liegt, weil unsere Produktion, da kommt ja täglich was zu. Oder wir sagen Stopp, wir lagern jetzt nicht mehr ein. Wir nehmen das Mineraldünger und verkaufen das jetzt immer, was wir täglich produzieren. Bis der Lagerbestand von Mineraldünger, sag ich mal, so bei 100.000 ist. Joghurt, Sprühsahne, Mozzi, Mozzi, Rozzarella, Rindenmulch, Lose. 80 Liter. Bringt gar nichts. Warum? Achso, ja. Wird ja hier zu Rindenmulch verarbeitet. So, Pflaumen, Apfel, Kirsche, Eis. Eis ist schon wieder, ne? Ah, Paprika, Gurken. Paprika ist ja auch der Wahnsinn. Also ich würde erstmal nichts fahren, glaube ich. Ich lasse den jetzt erstmal einparken. Und dann sehen wir weiter, bis der gebraucht wird. So, das Feld ist ein bisschen anspruchsvoll wegen der Form. Da bin ich gespannt, ob es zu Problemen kommt. Das sehen wir aber, wenn es soweit ist. So, der muss jetzt mit Striegeln fertig werden und dann sehen wir weiter mit Striegeln, na klar, mit Kalkstreuen. Das ist jetzt geschafft. Normalerweise müsste er jetzt an der 37 weitermachen mit Kalkstreuen. Da ist aber der Strohsammler noch zugange. 37. Fahr da schon mal hin. Aber erst zur Kalkproduktion. Können wir. Na, lange braucht der nicht mehr. Geht schon. Geht schon. Du machst deinen Job. Du kannst jetzt zu 28. Jetzt steht dem. Nein, nicht 28, zu 19. Jetzt steht dem da nichts mehr im Wege. So.
Und dafür kann na, bin gespannt. Dafür kann der jetzt zu 28 und seinen Job machen. So ist es fein. So kommt noch ein Zocken. Das lob ich mir doch. Jetzt kommt es hier bestimmt wieder zum Stau. Ich kenne das ja mit dem Timing hier. Ja, ihr macht das doch mit Absicht. Ihr wollt mich doch ärgern. Weiter, 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 weiter. Kommt noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja. Geschafft. Das Rapsfeld ist jetzt vom Stroh befreit. Oh. Jetzt steht natürlich der Kalkstreuer im Weg. So, 18 Meter. Klicken, klicken. Der Strohsammler, den habe ich schon umprogrammiert und angewiesen. Der fährt jetzt zu 9,57, wo wir immer noch Hafer ernten. Und sammelt schon mal da den Stroh runter, damit wir da Tiefen lockern können, Steine sammeln können und whatever. Was da halt noch zu tun ist. So. Das ist der Rest Weizen. Dann sind wir durch. Alles klar. Dann sind wir durch. Dann haben wir alles Weizen jetzt aus dem Silo raus und den Saatgut umgearbeitet. Gehen mal gucken, wie viel Saatgut wir eingeladen haben. Saatgut, Saatgut, Saatgut. 164.000 Liter. Ja, da werden wir wohl mit übers Jahr kommen. Mineraldünger haben wir eingeladen, 156.000. Ja. Doch, doch, doch. Das sollte klappen. Halt. Gut beim Saatgut reinigen. 10.000 und. Da sind auch noch 27.000 drin. Wer ist denn hier umladen? Überladen. Was kann ich jetzt mit dir noch fahren? Mir fällt im Moment nicht viel ein. Haben wir bei den Produktionen? Ich glaube, dass sich die Mineraldüngergeschichte, die hat sich schon erledigt. Das ist die BGA, die rennt. Der Bäcker rennt. Schokolade wartet wieder auf Zucker. Zucker ist zu langsam. Viel, viel zu langsam. So, Raps, Methan als Booster. Das läuft hier. Mineraldünger haben wir schon ausgeräubert. Das ist sehr schön. Mehl. Wir haben kein Mehl mehr auf Vorrat, sehe ich gerade. Aber beim Bäcker ist noch Platz. Ah, das kriegt man schon. Da muss ich mir keinen Kopf machen. Die Gewächshäuser brummen. Die könnte man ausräumen, ne? Holz. Hier. 180.000 Liter Holz. Das ist ein Vermögen. Also das
werde ich erstmal nicht antasten. Das ist für den absoluten Notfall, habe ich mir mal gedacht. Weil da habe ich so viel Kohle mitgemacht. Müsli hat schon Honig, hat schon Erdbeeren. Auf jeden Fall Strom, kriegt auch Schokolade. Rindenmulch, lose, die Verarbeitung läuft auch. Kleidung ist noch nicht voll. Ja, Möbel. Ewig noch nicht voll, ne? Holz. Rappel voll. Holzbretter. Arbeitet. Ja, so irgendwie haben wir gerade nichts, was wir mit dem Kipper fahren müssen. Ja, und der Zucker ist zu langsam. Wenn da jetzt eine Null dran wäre und hier auch, das wäre viel schöner, ne? Aber ist halt nicht. So, ich lasse dich mal jetzt hier kurz stehen. Ohne dass Autodrive an ist, ohne dass du mich Geld kostest, können wir dich nämlich später noch eben, kriegst du den Schluck noch, dass du leer gemacht wirst. Ach ja. Schon wieder spät an Zeit. Zeit und spät. Oh, nicht das Häuschen umfahren. Ist doch noch neu. Wir legen ihre alte flach und nageln ihre neue Laube. So. Ich stelle dich jetzt erstmal. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich stelle dich jetzt erstmal hier hin. So. Schön in Schatten. Du bist fertig und du bist leer. Das. Wo ist denn der Abfahrer? Er hat sich einfach so rausgerissen da, ne? Respekt. Aber du hast noch kein Feierabend. Wir haben noch zu tun. Mein Freund. So. Wo ist denn Schätze? Da. Wenn es ist so, dass ich vorhin durchgeguckt habe, wir haben den Weizen gemacht. Gerste hatten wir im letzten Monat schon. Da haben wir ordentlich gekalkt, ne? Den Raps haben wir gemacht, da kalten wir gerade. Hafer haben wir gemacht. Müssen wir noch absammeln, Tiefen lockern, Steine sammeln. Dann können wir da auch Kalk draufschmeißen. Hier, 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 Tritikale. Und zack, Mohn. Wir haben ein ganzes Feld voller Mohn. Eigentlich für die Bäckerei angepflanzt, aber die Bäckerei verbraucht so gut wie gar kein Mohn, was daran liegt, weil die Mohnbrötchen halt kaputt sind, ne? Aber, ey, nichtsdestotrotz müssen wir das Mohnfeld abernten. Wir werden den Mohn, das Mohn, Mohn, monisieren, werden wir, 59 ist das. Dann halt in die Raffinerie klatschen. Okay, die erste Ladung geht zum Bäcker, ne? Erster Richtung. 59. Ackerwalze, Kalkstreuer, Steinsammler. Okay. 59. Job erstellen. Sagen wir hier kurz vor der Ecke 13,5 Fahrzeuge auf Kurs 1, 3 Vorgewinde, Vorgewinde weich generieren. So, wir speichern 59 Drescher mit 13,5 Meter. So.
Dann lass mal knacken. Wollen wir mal noch gucken, ob das funktioniert. Und ich denke, dann haben wir es für heute. Dann gucken wir uns das mal an. Ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Hier ist ein Platz. Ja, ich habe keine Bedenken. Dann müsste er theoretisch jetzt nur rückwärts fahren und sich dann da hinsetzen. Mohn gibt keinen Strom. Na gut. Wenn Mohn keinen Strom gibt, das ist dann weniger Arbeit für mich. Finde ich schon mal sehr gut. Ja, ihr Lieben, die erste geerntete Ladung Mohn geht zum Becken. Und der Rest geht in die Raffinerie, wenn es bin. Schauen wir. Du kannst jetzt starten. Und du bist hier am Striegeln auf der 19. Den parken wir ein. Jetzt brauchen wir erstmal keinen Kalkstreuer mehr. Wir müssen dann nämlich bald anfangen mit Spritzen. Du sammelst Stroh, du wartest hier, ja. Ich würde sagen, erstmal ist Friede angesagt. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Gerne auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich unten in der Videobeschreibung. Dann mehr ansehen. Discord und die Mitgliedschaft auf dem Discord Community Server sind gratis. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum und das Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren ist bei YouTube auch völlig gratis, damit ihr auch nichts mehr verpasst, was hier auf dem Kanal passiert. Ich war, bin und bleib der Schotte von der Testeria und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.